Falls ihr noch günstige FIFA-Coins, PSN oder Xbox Live-Cards braucht, checkt gerne mal meinen Sponsor IG4Dog. Den Link und den Rabattcode findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung. Außerdem gibt es noch neue Sachen in meinem Shop, also wenn ihr Bock habt, könnt ihr da auch gerne mal vorbeischauen. Link ist natürlich auch in der Beschreibung. Was geht, Leute, und herzlich willkommen zum neuen FIFA 18 Squad Builder Showdown auf meinem Kanal. Und heute, ihr seht es schon im Hintergrund, gibt es die 91er-Karte von Lewandowski. Mit dabei ist Real FIFA. Was geht, Mann? Oh, Jungs, was geht ab? Herzlich willkommen zum besten Spieler der Bundesliga bzw. besten Stürmer. 91 rated, Robert Lewandowski. Ich habe richtig Bock, Junge, du auch? Ja, Mann, es wird heftig, Leute. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, wenn euch dieser Squad Builder Showdown gefällt. Ich würde sagen, 4444 Likes sollten noch easy drin sein für Lewandowski. Und wie immer, schreibt unten in die Kommentare, welchen Spieler wollt ihr beim nächsten Mal sehen. Vielleicht Aubameyang, Neymar, Bale, was weiß ich. Haut's in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, können wir mit der Formation starten. Bist du ready? Dann schreibt mal auf hier. Ich bin ready. Schreibt das einmal kurz für dich auf. Ich denke mir mal, du gehst mit dieser Formation. Ich halte mal hoch. Okay. Hau mal raus, dann fang du an. Ich habe die 4-3-2-1 für dich. Mit einer Spitze. Ja, meine Lieblingsformation. Da habe ich auch mein erstes Team in FIFA 18 gebaut. Aber, ich habe eine 4-3-3 mitgenommen. Ganz normale 4-3-3, aber du warst schon mal auf dem richtigen Weg, würde ich sagen. Kommen wir zu deiner Formation. Ich habe mal was Außergewöhnliches aufgeschrieben. Was Außergewöhnliches? Ja, ich nehme auch mal was anderes. Und zwar die 4-1-2-2, aber die mit linken und rechten Mittelfeld. Oh, ja, was hast du? Du warst gar nicht so weit weg, jetzt mal ehrlich. Ich habe die 4-4-2 aufgeschrieben, Mann. Die ist ja auch mit linken Rechten. Ja, okay, das ist schon so ähnlich. Ich wusste es. Ich hatte das Gefühl, du nimmst irgendwas Außergewöhnliches. Das heißt, wir kommen zu den ersten Spielern und ja, ich mache jetzt bei dir ZOM und Stürmer. Ne, was hast du? Doch, genau. ZOM und Stürmer, ja, Mann. So, wir kommen zu den ersten Spielern, Leute. Vorher noch die Ankündigung, ihr seht es schon. Ich habe die neuen Nice Hoodies an. In Rot gibt's den, in Blau natürlich wie immer und in Grün natürlich auch. Und die kommen am 1.10. diesen Sonntag um 20 Uhr in meinen Shop. Natürlich gibt es wie immer zu jeder Bestellung eine gratis Autogrammkarte dabei. Von mir natürlich unterschrieben. Also falls ihr Bock habt, gerne abchecken. Diesen Sonntag, 1.10. um 20 Uhr gibt es diese drei Hoodies dann neu in meinem Shop. Richtig freshes Design, Leute. Kann ich euch nur empfehlen hier. Und ja, checkt natürlich jetzt auch noch gerne die Folge von Max aus. Link ist natürlich auch genauso wie zu meinem Shop, wo es die Hoodies gibt, ganz oben in der Beschreibung verlinkt. Und dann kommen wir zu den ersten Spielern. Bist du ready? Ja, Mann, korrekt auf jeden Fall. Ich kann eigentlich direkt hochhalten. Du hast ja zwei Flügelspieler. Ja, Ich fange rechts an und da habe ich einen Spieler, den ich im Pack gezogen habe. Und das ist nicht der Kollege hier, Gareth Bale, habe ich nicht im Pack gezogen. Es ist Arjen Robben. Richtig heftig. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich es dir gesagt habe, aber ich glaube nicht. Und auf dem linken Flügel habe ich, und ich hoffe jetzt einfach mal, du hast den Showdown, meinen letzten Showdown nicht gesehen, weil sonst weißt du, wer es ist. Es ist Cristiano Ronaldo, Mann. Nein, das ist so ein geiler Sturm, Mann. Ganz ehrlich, ich hoffe mal, du hast keinen. Junge, was haust du da raus, Alter? Dein Ernst? Robben und Ronaldo? Schon riskant, die mitzunehmen. Und deswegen habe ich auf der linken Seite Maximilian Philipp gedacht, in Form von Dortmund. Boah, der ist heftig, ey. Der spielt so eine krasse Saison. Und rechts, bitte. Und rechts habe ich Kingsley Coman. No. Ja, ich wusste es. Ich wusste es, du gehst mit Coman, Digga. Ja, Mann, weil du weißt nicht, dass ich Robben habe. Und ich wusste es, du gehst mit der Cheat-Version mit Coman. Okay, kommen wir zu deinen Spielern. Und das sind die beiden, die ich aufgeschrieben habe. Okay, gut. Dann fange ich einfach mal an mit Stürmer Nummer 2. Also, beziehungsweise der zweite Stürmer. Das ist ein Deutscher aus der Bundesliga. Vielleicht logisch. Und zwar Kevin Volland. Hat ganz gute Werte von Leverkusen. 82 Physis. Und der andere ZOM habe ich, oder habe ich ein bisschen Bedenken. Der heißt nämlich Emil Forsberg. Ich hatte gedacht, du gehst da mit Bayern. Ich wollte erst Rames aufschreiben, dann habe ich Tolisso. Shit, Alter. Okay, ZOM, das heißt Forsberg. Nicht schlecht. Okay, das heißt, ab geht's ins Mittelfeld. Sturm rein, stehen bislang noch. So, ab geht's ins Mittelfeld. Und ich kann dir sagen, ich habe wieder einen richtig, richtig krassen Spieler dabei. Okay, ja, ich habe auch krasse Spieler aufgeschrieben. Ich hoffe einfach mal, das sind die hier. Wir fangen links an. Da habe ich eine Realkarte, das war klar, aber ich habe eine Non-Rare-Karte. Und zwar Ceballos. Haben die sich ja neu geholt. Ja, mega Talent auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall der rechten Seite geht's. Ja, geht's dann weiter mit einem absoluten Megastar und zwar Paul Pogba, richtige Maschine und zentral habe ich dann einen Franzosen und ich habe, eigentlich wollte ich erst Tolisso mitnehmen, allerdings wäre der Typ mir zu risikoreich gewesen,
weil Bayern, da könnte man drauf kommen. Deswegen bin ich über Gilavogi gegangen. Das ist mein Mittelfeld. Boah, Junge, willst du... Wird schwer für dich, vor allem... Willst du mich umbringen, Junge, mit Pogba? Was nimmst du für Spieler, Alter? Okay. Pogba, richtig Maschine. Kann okay, ich eigentlich drauf kommen, habe ich aber nicht aufgeschrieben. Trotzdem habe ich natürlich einen Franzosen aus der Bundesliga und Tolisso, es war zu einfach. Und auf der Real Madrid-Seite habe ich Kovacic. Ach, Kovacic, gut. Hätte okay. klappen können. Mann. Ja, okay, das wäre auch so eine cheap Real-Version gewesen. Naja, kommen wir zu deinen Spielern. Okay, gut. Ich habe ein, zwei gute Tipps. Ja, ich sag mal so, ich habe ja jetzt Außenspieler und auf der linken Seite bleibe ich bei Bayern. Und zwar ist das der Franck Ribéry mit seinem Ribéry-Tanz ist am Start. Hoffentlich darf ich den behalten. Okay. Den nimmst du ja sonst auch ganz schön häufig. Im rechten Mittelfeld habe ich mich für Herman the German entschieden. Patrick Herrmann. Und im ZDM eine Non-Rare-Karte von Bayern München. Und der heißt Sebastian Rudi. Wo ist denn der Typ? Was hast du? Ach, was habe ich überhaupt gemacht? Hä? Ich bin dumm, Mann. Ich habe 4 Spiele aufgeschrieben. Ist aber auch egal. Ja, egal. Wenn du keinen getroffen hast, alles gut, Mann. Hast du ja, schon verraten. Ich habe keinen getroffen, Digga. Hä? Ey, ich habe voll verpeilt. Stimmt, ich habe dein Set-Duell ja schon gemacht, Alter. Sorry, aber ich habe keinen getroffen. Deswegen ist egal. Ich habe Reus, Can, Bellarabi und Bender aufgeschrieben. Ich schreibe 4 Spieler da auf. Wie dreist bin ich eigentlich? Aber er war jetzt egal. Okay, das heißt, Außenverteidiger bislang komplette Teams, Mann. So du kannst du mir aus weitergehen. Verteidigung wird immer Krise. Jungs, bisher dürfen wir noch alle Spieler behalten, aber du weißt, in der Verteidigung wird es richtig hart, vor allem in FIFA 18. Wenn ich jetzt jemanden treffe, oder du, okay, ich halt mal hoch. Na, okay, dann hau mal raus, fang, ja, du fängst an, komm, hau mal meine raus hier. Wie soll ich jetzt? Ich fange. Ja, mach. Ja, hau raus, halt du in die hoch, halt du in die Cam. Ich dachte, ich soll sagen, welche ich aufgeschrieben habe. Nein. Okay. Ja, okay, ich fange rechts an, und zwar, da habe ich Ashley Young, einmal. Okay. Ah, könnte man drauf kommen. Und links habe ich Costa. Von. Wo spielt der? Villarreal, Digga. Spanier, Costa, deswegen. Ne? Ja. Rechts könnte man drauf kommen, weil da könnte man vielleicht auf einen Menu-Spieler kommen, aber da gibt es auch einige. Ja, das war so eine 50-50-Chance. Valencia oder Ashley Young. Und weil ich dachte. Damian. Oder wen? Damian gibt es, glaube ich, auch. Damian gibt es auch noch. Kann sein. Auf jeden Fall dachte ich, weil du bisher schon so teure Spieler genommen hast, nimmst du Valencia. Und Gott, ich wusste, ich muss. Ja. Und links kann ich nicht auf Costa kommen, aber ich Jordi Alba. Ja, Mann. Ah. Nice, okay. Ey, Jordi Alba habe ich auch gezogen, aber ich habe schon wieder verkauft. Der Typ, der war nicht mal Walker, der hat nur noch eine 85. Nee, der hat nur richtig 85. Schade, aber egal. Kommen wir zu deinen Spielern, die habe ich auch geschrieben hier. Der ist trotzdem heftig gewesen. So, machen wir mal weiter bei mir. Linksverteidiger, ganz schnell und trocken ist Juan Bernat. Und Rechtsverteidiger ist Mitchell Weiser. Jawohl, hoffentlich habe ich dich jetzt so. Digga, ich dachte, du bräuchtest ja keine Links mehr. Deswegen bin ich über Young und Gaia gegangen, weil ich dachte, du gehst jetzt, um mich zu pranken mit einer Liga. Shit, okay, das heißt, du hast auch alles behalten. Ja, das nice, heißt, wir kommen zu den letzten 3 Spielern, Mann. Shit, ja. So, die letzten 3 Spieler und komm, wir fangen direkt an. Ja. Hau raus, Mann, halt schnell ich hoch. Ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, wie du das machen willst mit Gilavogi. Deswegen habe ich diese Spieler hier. Vielleicht einen treffe ich, keine Ahnung. Ja, ich hau mal meine Innenverteidiger raus. Das Ding ist, wenn du mit Wolfsburg gegangen bist, hast du ihn vielleicht. Und zwar Bruma von Wolfsburg und Boateng. Und im Tor habe ich, what the fuck, nicht Loris, sondern Baumann. So, das ist mein Team, aber ich glaube auf Bruma, weil da gibt es, glaube ich, gibt es noch einen anderen Wolfsburg-Innenverteidiger? Ich weiß nicht. Ja, ich glaube schon, Digga. Aber ich bin gut, mit natürlich gibt's noch Wolfsburg einen. Gegangen und habe deshalb Brooks. Ey, Mann, Alter, Brooks, nein. Oh, den gibt's auch noch, stimmt. Ja, deswegen, weil den gibt's auch noch. Der hat noch Tempo dazu gehabt. Den hätte ich besser... Warum habe ich Bruma überhaupt mitgenommen? Weiß ey, eigentlich hätte ich Brooks mitnehmen müssen. Ja, aber, aber deswegen dachte ich so, warum nimmt der Bruma mit? War aber gut gemacht und ja, den Rest habe ich auch nicht. Schade, Mann. Boah, Junge, volles Team, Alter. Ja. Wie lange hatte ich das nicht mehr? Nice, was für ein Team, okay, Alter. Okay, kommen wir zu deinen Spielern. Und das Ding ist, entweder du prankst mich jetzt wieder oder du gehst einfach weiter mit Bundesliga raus. Okay, ich kann dir sagen, ich habe die Verteidiger of Doom. Da haben wir einmal Skoda Mustafi in Form, Koscielny und Petr Cech. Bam, Alter. Oh, ich war in der Premier League, Alter. Nee, ich warst war in du? Premier League. Ja, Keane, Smalling, Butland. Oh. Junge, ohne Bronzespieler.
Ey, wie lange ist das her, seitdem ich mal zwei Teams in einem Showdown ohne Bronzespieler, das heißt, keiner hat eine Ausrede, ihr wisst es, der Verlierer muss gleich wieder abstoßen. Oh, wir starten also ins Spiel. Los geht's. So, jetzt seht ihr nochmal die beiden Teams, ihr kennt das Ganze, aber naja, ohne Bronzespieler nichts Außergewöhnliches dabei, aber boah, Mustafi, hast du gezogen, Mustafi? Nee. Ja, ne? Nee, hab ich gesagt, gekauft, ne? Ja, also auf meinem anderen, hast du gekauft? Auf Xbox habe ich den gezogen. Achso, ja, okay, shit. Na, okay, aber freshes Team muss man sagen, das heißt, es wird ein interessantes Spiel. Ja, und der Verlierer, ihr wisst es, muss abstoßen. Hey! Ja, wer liegt da? Es liegt auf dem Lewandowski liegt da. Aber, boah, was der ist, ein Pass, warum ist er so schnell? Von Puck, der ist boah, Lewandowski, er macht den nicht rein. Was? Ey, ich glaub's ja diese gerne. Flachschüsse gehen nicht mehr, ne, von der Seite irgendwie. Da hinten was ist Lewandowski. Nein! Oh mein Gott! Das war ein was soll das denn? Genauso wollte ich die Flanke spielen, Alter. Genau so und wie Lewandowski den nimmt, ey, das ist einfach absolut perfekt. Das war traumhaft, Alter! Traumhaft. Junge, heftig, ey. Diese Flanken aus dem Halbfeld sind richtig OP in FIFA 18. Oh, Lewandowski, schieß mal rauf! Oh! Ja, Mann. Ey, den darf man nicht schießen. Monster, lassen. Scheiße, 1-1. Was für ein Monster. Ah! Nochmal! Oh, nein! Hermann! Ja! Alter! Was für ein Tor, ey! Direkt in den Winkel von Hermann! Das Bam! Nicht. Der tunnelt mich noch vorher. Mann, der dreht das hier ernsthaft. Ey, dieser Lewandowski ist zu heftig, Mann. Der was ist hat so er da für einen Run, ne, wieder gemacht? Ey, scheiße, ey. Komm, Lewandowski. Nein. Boah, das war nochmal krass. Mann, und der. Das gibt's doch nicht. Geht nicht. Der geht nicht rein. Ey, 3-1. Das wäre nochmal das 3-2 gewesen. Das wäre ein Spieler weniger abstoßen. Shit, das heißt zwei Spieler. Wir kommen zum Abstoßen. So, wir kommen zum Abstoßen. Das Ding ist. Na. Ich habe entweder einen krassen oder einen absoluten Kackspieler. Also das heißt Kackspieler. Jetzt am Anfang ist ja egal, da sind ja alle was wert. Deswegen. Ey, wenn jetzt Ronaldo getroffen wird, Junge, dann kannst du verkaufen gehen. Mach dich bereit, Junge. Ja, okay. Das Ding ist, ich habe Ronaldo zwar für ein Schnäppchen bekommen, allerdings will ich ihn nicht riskieren. Ich habe ihn für 1 Million bekommen, Digga. Deswegen. Der kostet jetzt 1,5 oder so. Ja, ne? Kostet 1,5. Ich will ihn trotzdem nicht abstoßen. Okay. Horos, ich habe sortiert. Dir. Ja, mach. Ich glaube, ich nehme einfach mal deine beiden Außenverteidiger, Junge. Hau die raus, komm bitte, Ronaldo. Wer ist es? Pff, Junge, okay, ich kann dir sagen, du hast Bruma getroffen und beide Wolfsburg-Spieler. Ey, hast du was gegen Wolfsburg, Junge? Ey, du hast Bruma vielleicht? Und Gilavogi. Ronaldo, okay, weißt du, wo ich Ronaldo getan habe? Weil ich wusste, du nimmst ihn nicht bei zwei Spielern ins Tor, Mann. Ins Tor? Ja, Torwart Junge, und Tor ist schon riskant, Mann. Ja, Levers linkes ZM und Robben ist auf der Stürmerposition. Das war's dann von diesem Showdown. Checkt noch gerne die Folge bei Max aus. Da gibt's auch noch ein Video. Link zu seinem Kanal ist in der Beschreibung. Haut da rein, Leute. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Checkt noch meinen Shop aus, Leute. Ihr wisst es. Link ist ganz oben in der Beschreibung. Ab dem 1.10. um 20 Uhr diesen Sonntag. Hier die neuen Nice Hoodies plus gratis Autogrammkarte. Also gerne abchecken, falls ihr Bock drauf habt. Gibt's auch noch in Blau und in Grün. Also macht's gut. Haut da rein und ciao.